Willkommen zum Q&A zu meinem Film Pattaya. Vielen Dank für eure Fragen und Kommentare. Auch Patrick Norman selbst hat uns Feedback gegeben. Dazu habe ich mich in den Kommentaren schon geäußert. Eine Sache möchte ich trotzdem noch herausgreifen, und zwar ist das das Interview mit Jürgen Albers. Das Interview habe ich aufgezeichnet, kurz bevor der Film fertig war. Patrick Naumann hatte deswegen keine Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern, und das wollen wir jetzt nachholen. Zur Einordnung: Jürgen Albers hatte eine Diskothek auf Mallorca, und in dieser Diskothek ist Patrick Naumann öfter aufgetreten. Jürgen Albers sagt, Patrick Naumann hätte versucht, bei ihm Schutzgeld zu erpressen und damit gedroht, Kokain in seinem Laden zu verstecken und die Polizei zu rufen. Patrick Naumann bestreitet das. In den Kommentaren hat er Folgendes geschrieben: Ich habe mit anderen Betroffenen auf Mallorca Jürgen Albers bei der Polizei angezeigt, weil er die Gehälter seiner Angestellten nicht bezahlt hat, auch meine Gage nicht, für die Auftritte in seiner damaligen Diskothek in Cala Mayor. Seine Türsteher, Albaner, hat er auf uns gehetzt, sobald wir in der Nähe seiner Disco waren. Wir waren beim Arbeitsgericht in Manacor wegen Jürgen Albers, der hat mich gehasst, und du hast ihm in meinem Film eine Möglichkeit gegeben, sich für die behördlichen Probleme, die er bekommen hat, weil er sein Personal nicht bezahlt hat, die ihre Miete nicht bezahlen konnten. Mädchen, die tagsüber und abends Tickets verteilt haben, die geweint haben, weil sie kein Geld bekommen haben. Ich lebte schon einige Jahre auf Mallorca und kannte die Behördengänge, um nicht bezahlte Gehälter irgendwie einzuklagen. Da er meine Gage auch nicht bezahlt hat, habe ich denen geholfen. Und diesem Menschen hast du einen Auftritt in meinem Film ermöglicht, den er natürlich genutzt hat, um mir da richtig eine reinzuwürgen, was mich selbstverständlich im ganzen Zusammenhang des Filmes wie ein Verbrecher aussehen lässt. Das ist wirklich traurig. Mehrere Leute von euch haben gefragt, woher die 80.000 Euro kamen, die Patrick Naumann bezahlt hat. Da weiß ich nur, dass er die selbst bezahlt haben soll, gemeinsam mit seinen Freunden und seiner Familie. Gracia W. fragt: Gibt es da nähere Informationen zu seiner angeblichen Zeit bei der Fremdenlegion? Wann soll das gewesen sein und wenn, wie lange war er dort? Patrick Naumann selbst schreibt auf seiner Facebook-Seite, dass er im Alter von 19 Jahren bei der Fremdenlegion gewesen sein soll. Er wurde 1966 geboren, sprich, das müsste im Jahr 1985 gewesen sein. Normalerweise verpflichtet sich ein Fremdenlegionär für 5 Jahre. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie Patrick Naumann, wie lange er da war und wie er sonst auch da rausgekommen ist. Jay Profiler schreibt: Ist doch ganz einfach, die Wahrheit rauszufinden. In welchem Hotel bzw. Bungalow-Anlage hatte Wegner sich denn eingemietet? Hier weiß man dann ganz schnell, ob es den gibt oder er nur eine fiktive Person ist. Ja, leider ist es nicht so einfach, die Wahrheit rauszufinden. Das Hotel oder die Bungalow-Anlage, von der Patrick Naumann spricht, soll zu dem Zeitpunkt noch nicht eröffnet gewesen sein. Er hat auch keinen Namen oder Adresse. Im Interview hat er mir gesagt, das war eine Bungalow-Anlage, und dann sind wir da angekommen. Das waren ungefähr 30 Minuten, die wir gefahren sind. Ich hatte nicht aufgepasst, wie genau die Strecke jetzt war. Im Kopf war ich eigentlich schon am nächsten Tag auf Bali. Das heißt, auch hier bleibt leider ein Fragezeichen. Ich hoffe, der Film hat euch trotzdem gefallen. Das war das Q&A. Einen guten Rutsch euch und bis bald.